Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Es geht um Lightning Returns Final Fantasy 13, der dritte Teil aus der Saga. Ich war unschlüssig, soll ich das überhaupt Let's Playen? Aber ich habe es mir dann mal angeguckt, ein bisschen reingespielt und festgestellt, das hat enorme Unterschiede zu den ersten beiden Teilen und ist auf jeden Fall reizvoll. Deshalb gucken wir am besten mal gemeinsam rein und schauen uns die Unterschiede an. Und wem es gefällt, der kann gerne dranbleiben. Schwierigkeitsgrad stellen wir auf normal. Da gibt es zum Beispiel die erste Neuerung. Wir heilen unsere Hitpoints nicht automatisch nach dem Kampf. Und wenn wir uns aus dem Kampf zurückziehen, gibt es kleinere Strafabzüge. Ja, dann legen wir einen neuen Spielstand an. Ich muss jetzt gerade die Aufnahme gerade nochmal neu starten, weil er mir die Sprachausgabe wieder auf Englisch umgestellt hat. Ich würde es aber gern mal Japanisch machen. Ja, er speichert automatisch den aktuellen Spielstand. Das soll er gerne tun. Und im Pausenbildschirm können wir auch noch speichern. Alles klar. Dann, was noch neu ist, es gibt hier so einen Outworld-Dienst. Ich selbst werde ihn nicht benutzen. Da haben wir die Möglichkeit, uns direkt mit unseren Twitter- oder Facebook-Accounts zu verknüpfen. Und bestimmte Spielszenen werden dann da gepostet, sind aber nur für Leute sichtbar, die auch diesen Outworld-Dienst von Final Fantasy 13.3 benutzen. So, jetzt legt erstmal die Eröffnungssequenz los. Da halte ich natürlich den Rand und danach erzähle ich noch ein bisschen was über das Spiel. Also, bis gleich. Die Welt endet am 13. スノー、知っているはずだが、私が何者であるか。ああ、知ってるぞ。解放者。
伝説は語る。闇を断つ先行。囚われし魂の解放者。滅びゆく世界の俺たち。魂を最後の救いへ導く。自由がよ。早い話が。俺を殺しに来たんだろう。終わりだな。まるで死神だな。俺をぶっ殺して魂を救ってくださるわけだ。そう願うなら叶えてやろうか。それが答えか、ライトニング。まったくもう無理しちゃって。ルミナ。ダメダメ、命を大事にしなきゃ。悪魔か、あのガキ。死神の次は悪魔か。呪われているな。誰にも邪魔はさせない。たとえ悪魔と死神、解放者を敵に回してもだ。数百年の歳月が私たちを変えていた。かつて共に戦った仲間スノーは享楽に浸る宮殿の主。そして私は解放者。カオスに飲まれていく大地に遣わされた神のしもべ。なあスノー、遠い昔私たちの間にはセランがいた。お前が愛した私の妹。今はもういないセラの、私たちを結ぶ絆だったあの子の代わりに、私がお前の魂を長い苦しみから解き放つ。それが私の最初の使命だ。さあ、どうすればいい？導いてくれ、ホープ・エストハイム。ホープだけでいいですよ、ライトさん。今はスノーの確保が最優先です。ライトさん、追ってください。Wow, war das eine Eröffnungssequenz? Also Nena wird jetzt sagen, die hat mich emotional total abgeholt. Aber ich muss sagen, das war für mich mit so einem Kaufgrund. Ich war ja echt total skeptisch, was diesen dritten Teil von Final Fantasy 13 anging. Ich muss jetzt noch ein bisschen was sagen, denn das Spiel wird mir später kaum Gelegenheit lassen, groß viel zu erzählen, weil ständig man zugetextet wird von irgendwelchen Leuten. Ist schon fast lästig. Ich wollte nur eben kurz sagen, ich spiele das ganze Ding ohne Lösung. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich weiß fast nichts von dem Spiel. Klar, ich habe jetzt schon mal ein bisschen reingespielt. Aber ansonsten habe ich mir jetzt nicht 100 Videos angeguckt oder so, sondern eigentlich gar keins. Ich weiß, glaube ich, nur Ende der Welt und wir haben 13 Tage Zeit, die zu retten. Und ständig läuft da so eine Uhr im Hintergrund, die uns zur Eile treibt. Die ganzen Kämpfe sind Echtzeit. Und
ich will noch mal eben kurz diese das Menü da unten erklären. Sieht ja so ein bisschen aus wie ein Schwert. Und wir kämpfen eigentlich auch die ganze Zeit mit Schwertern. Jedenfalls habe ich noch nichts anderes gefunden. Ganz links oben die rote Balken. Der rote Balken ist unsere Action Bar. Das heißt, jeweils so ein kleines Feld sind 5 Punkte, 5 Aktionspunkte. Und so ein Schlag braucht in der Regel 10 Aktionspunkte. Das heißt, wir können 10 mal zuschlagen, ist die Aktionsbalken leer. Der grüne Balken sind unsere Lebenspunkte. Ganz links die 0, das sind unsere EP. Ich weiß nicht, ob es hier auch Erfahrungspunkte sind oder so. Das ist auf jeden Fall nichts, womit wir aufsteigen. Sondern das sind eher so eine Art Special-Punkte. Die sammeln wir durch normale Kämpfe. So eine Art, vielleicht was früher mal Limit Break war. Jetzt können wir uns halt hier so ein bisschen aufladen und dann Spezialsachen benutzen für diese Punkte. Dann da, wo Göttlichkeit steht. Das ist unser derzeitiges Outfit. Deshalb hatte ich auch mit diesen Outfits hatte ich schon gesehen, dass, dachte ich, es wird so wie Final Fantasy X-2, ist aber zum Glück nicht so. Wir sind ja jetzt hier allein in der Gruppe und das bleiben wir auch. Und dafür haben wir halt 3 verschiedene Outfits, um uns eine gewisse Flexibilität im Kampf zu gewähren. Die Outfits können wir so anlegen, dass sie so ein bisschen in die Rollen von früher reinpassen. Wie jetzt Brecher, Verheerer und Verteidiger. Aber längst nicht so strikt. Also mir kommen die Rollen hier flexibler vor. Wir können sie nach unserem Muster, also nach unserem Wunsch quasi anpassen. Ein bisschen mehr Nahkampfschaden, ein bisschen mehr Magieschaden oder ein bisschen bessere Verteidigung und so. Das können wir alles ganz, ganz individuell regeln. Und wir machen uns dann 3 Outfits, die uns dann durch möglichst viele Kämpfe tragen, und wir werden auch ständig gezwungen sein, die noch wieder zu verändern. Jedes Outfit hat dann 4 Skills, die wir einsetzen können. In diesem Fall ist es halt Blitz, Blocken und Angreifen. Irgendwann später, wenn wir noch einen neuen Skill finden, können wir den dazu packen. Jo, langer Rede, kurzer Sinn. Dieser Anubis will uns nichts Gutes und wir räumen ihn jetzt mal aus dem Weg. Das Tutorium habe ich ja gerade gemacht, deshalb werde ich das jetzt mal überspringen. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal ein paar Angriffe und dann sehen wir halt den Unterschied. Hier zum Beispiel kann ich mit Blitz angreifen, da sieht man halt hier so eine Schockwelle, die da über ihm blinkt. Und wenn ich so normal angreife, mache ich halt normal Schaden. Diese Schockwelle ist dafür da, um ihn wieder in den Schockzustand zu versetzen. Und wenn ich dann angreife, während er geschockt ist, ist es wie früher, dann ist er halt schnell hinüber. So, jetzt haben wir für den Kampf 0,1 EP bekommen. Das ist halt diese Anzeige da links unten, wo wir dann irgendwie, wenn wir 1 EP haben, eine Spezialaktion durchführen können. 40 Gil und als Gegenstand ein Giftstachel. Den Gegenstand, den können wir so nicht einsetzen. Ich weiß nicht genau, wofür der jetzt da ist. Wenn wir jetzt Skills finden oder so, dann sind die farblich hervorgehoben. So. Nein, ich will die Kamera nicht ändern. Ich lasse ihn mal so. So, und jetzt müssen wir hier halt schnell R1 drücken. Um dann zu kämpfen, also beziehungsweise um die Monster zuerst zu berühren, das kennt man ja von ganz vielen anderen Spielen auch. Dann dadurch haben wir halt Vorteile im Kampf und die Monster Nachteile. Und was jetzt noch so war, dieser Niblet hat nur alleine angegriffen, obwohl da noch 2 Monster neben ihm standen. Das wird später nicht mehr so sein, wenn da dann halt 3 Monster rumstehen und ich targete eins, dann ist halt, dann greifen die anderen beiden mit an. Ja, jetzt wird uns nochmal das Blocken erklärt. Ich halte jetzt einfach mal die Blockentaste gedrückt. Man sieht die Action Bar, die ATB geht dabei runter, während ich das mache. Ich kann also nicht dauerblocken. Aber wir haben halt dann, wenn wir erfolgreich blocken, kriegen wir wesentlich weniger Schaden. Und haben auch sonst noch Vorteile. Es kann sogar sein, dass wir durch einen erfolgreichen Block
den Gegner im Schockzustand versetzt. Man sieht übrigens auch, während ich zwischen den Outfits hin und her wechsle, nicht nur die Klamotten ändern sich, sondern auch Schild und Schwert. Und sobald wir hier durch dieses Tutorial durch sind, was diesmal auch nicht so lange dauert, dann wird uns auch nochmal erklärt, wie wir das Outfit anpassen können. Das war jetzt hier. Ach so, wir können natürlich noch nicht rein, solange noch irgendein Gegner lebt. Wieder typisch Tutorial. Später können wir natürlich schon einfach an den Monstern vorbeilaufen. Sie sind auch alle sichtbar auf der Karte. Und man muss sich gut überlegen, ob man kämpft. Also jetzt einfach so bloß immer reinstürmen ist nicht so effektiv, habe ich gemerkt. Vor allen Dingen, weil wir sehr stark begrenzt sein werden, was unsere Heiltränke angeht. Das Monster hier zum Beispiel war gerade sehr anfällig gegen Magie. So, dann müssen wir jetzt hinter Snow her. Ja, das schafft auch wieder Vertrauen. Schafft auch wieder Vertrauen, dass der Typ da an uns glaubt und noch nicht glaubt, dass die Welt unbedingt in 13 Tagen untergehen wird. Gut, hier bei den Händlern können wir jetzt Heiltränke und Phönixfedern kaufen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, ja, Heilgegenstände Tutorium, das ist auch sehr super, wird einem erklärt, wie man Heiltrank kauft. Damit auch meine Oma das noch spielen kann. So, der kostet in diesem Fall 0 Gil. Später sind die ganz schön teuer. Ich glaube 300 oder so den Dreh kosten die. Und wir haben halt nur 6 Plätze in unserem Inventar. Und die müssen ja nicht nur für einen Kampf reichen, sondern auch für mehrere. So, und weil die hier gerade so schön umsonst sind, mache ich das Inventar damit mal voll. Und die heilen, glaube ich, so 2/3 unserer Lebenspunkte circa.